Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Ark Genesis mit Voucher und natürlich mit unserem Alderle. Wir sind gerade so ein bisschen am Rumporten gewesen hier im Ozeangebiet. Die ein oder andere Stelle einfach mal angeportet, ein bisschen zu schauen. Wir nehmen uns jetzt hier Stein mit, dann gehen wir nach Hause, bauen die Gärten fertig, bringen das Fiobia zum Einsatz, schauen, dass wir für den Dungbeetle einen kleinen Bereich hinkriegen, dass der aufgehoben ist. Und dann geht es an den Belzebufo. Ihr seht auch schon, neues Level ist verfügbar durchs Material besorgen. Ich habe ganz viel Holz, Stein, Metall besorgt, sodass wir heute eine Ecke weiterkommen. Ich gehe weiterhin auf Resistenz. Für die Gebiete, die noch offen sind, denke ich mal, kann das nicht schaden. Unser Kollegchen hier, der hat mittlerweile 500 Gewicht. Dem hauen wir jetzt hier ein bisschen Stein rein, würde ich sagen. Und dann gehen wir nach Hause, machen die Geschichten fertig. Und auch an der Stelle mal herzlichen Dank. Es kamen ganz viele Hinweise, dass ich hier östlich den Portpunkt nehmen kann. Dann bin ich auf der kleinen Insel, auf der ich immer praktisch so Zwischenstopp mache. Da werde ich zukünftig mit dem Floß anlegen. Ist natürlich viel praktischer. Herzlichen Dank an der Stelle. Und zwischen dieser kleinen Insel und unserem Zuhause müssen wir uns die Tage mal was aufbauen, dass wir Megalodons fangen können und dass wir uns irgendwann um die Riesenschildkröte kümmern können, ne? Da habe ich auch unheimlich Bock drauf. So, und für all die Geschichten brauchen wir jede Menge Stein. Deswegen bin ich jetzt hier unterwegs, Stein besorgen. Da kriege ich ihn eigentlich recht einfach. Als wenn ich jetzt rumtauche bei den Korallen, da muss ich ja ständig aufpassen mit den Zitteraalen und was weiß ich nicht alles. So, ich hoffe, ich kann noch laufen. Das nehme ich jetzt alles noch komplett mit. Dann packe ich das mal in unser Viechle. Lisas Floß steht jetzt am östlichen Portpunkt zukünftig. Das ist diese kleine Insel, wo man auch diese Quest starten kann, diese Mission, ne? Machen wir die Tage auch mal, gucken sie uns an. So, ich hau das jetzt alles mal rüber. 200 Steine ist allerdings noch viel zu wenig. Wir brauchen noch mehr. Ich nehme hier alles mit. Ich überlege auch gerade, ob ich den Salzstein. Ah, den Salzstein brauche ich eigentlich jetzt erstmal noch nicht. So, meine Lieben. Ein bisschen Stein habe ich tatsächlich auch über Hexagon-Punkte gekauft. Müssen wir mal demnächst eine Tour machen. So ein paar Störungen wieder einsammeln. So. Spatzel. Guck mal, ich lade alles immer in dich rein, weißt du? 267, es ist aber auch noch nicht wirklich viel. Was kriege ich denn hier raus mit einem Schlag? Ein Rohsalz, 14 Steine. Und wenn ich so rummache, kriege ich dann mehr Rohsalz, ne? Ja, das ist klar. Ja, komm, ein bisschen können wir ja mitnehmen. Wir werden demnächst wahrscheinlich auch mal irgendwas aufbauen, wo wir die Nahrung ein bisschen haltbar machen. Ich muss halt Material besorgen, ne? Ich war im Sumpfgebiet nicht lange, habe nur ein bisschen Metall rangeholt, habe ein paar Steine gefarmt dort, dass wir heute was machen können. Und dachte mir, jetzt hole ich euch mal hier mit rein. Der Tag hat gerade frisch angefangen, 6:32 Uhr. Alles gut. So, da hast du Rohsalz. Du kannst aber noch mehr tragen und das ist auch ganz wichtig, dass du das kannst. Hier habe ich jetzt auch gemerkt, das hat früher besser funktioniert mit dem Oben-Switchen hier. Da hinten hat es noch Steine. Ja, Gott sei Dank spawnen hier tatsächlich so ein paar Steine. Dann brauchst du nicht unbedingt unten rumkrabbeln, ne? Und eigentlich habe ich auch noch was entdeckt im Wasser. Das müssen wir uns die Tage auch mal angucken. Das hat so geleuchtet. Ich glaube, das war der südliche Spawnpunkt. Lasst uns da nochmal kurz einen Zwischenstopp machen. Vielleicht könnte ich das nochmal angucken heute geschwind. Ich weiß natürlich nicht, ob wir dann nochmal hochkommen auf die Insel, aber das werden wir dann nicht sehen. Machen wir mal so 1000 Steine. Dann habe ich, glaube ich, genug, um alles zu bauen, was ich bauen möchte. Also wie gesagt, Gärtenerweiterung, da müssen wir ja ein paar von den Pipes bauen. Und ich möchte sowas ins Wasser setzen, so ein kleines Zehngebiet, wo wir dann demnächst mal ein bisschen was rumprobieren auch. Wir wollen ja auch die neuen Sachen anschauen, nicht nur die Biome, ne? So, Alter, du könntest was essen. Ein bisschen Wasser muss ich dir nachher noch holen. Dann lad mal noch ein bisschen hier ein. Zack, 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 zack. Ich sollte aber gucken, ob ich da praktisch noch nicht drauf hocke, ob das noch alles funzt. Ja, jetzt werden wir so langsam kommen an unsere Kapazitätsgrenze hier. So, Punkte haben wir auch genug. Wir werden auch noch einiges herstellen müssen. Du bist noch aktiv. Läuft noch mit dir. Wie viel haben wir jetzt gefarmt? Lass mich gucken. Ja, da muss ich nochmal los. Oder ich hole tatsächlich noch ein bisschen was aus dem Meer. Lass uns mal den Spot kurz an. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob ich den südlichen. Ich glaube, der südliche war es. Komm, wir gehen mal kurz hin. Teleportation, Ocean, Süden. Teleport in Vorbereitung. Manchmal ist mir jetzt auch schon aufgefallen, dass ich mich porte, ist das Tier schon stehen geblieben. Dann hatte ich tatsächlich schon mal so eine Art Bug. Da bin ich aus dem Teleporter raus und immer wenn ich dann renne, bin ich praktisch wieder in diesem Teleporter-Bild drin gewesen. Weiß nicht, ob ihr das auch schon gehabt habt. Ich glaube, dass das noch nicht ganz ausgereift ist. Ich werde mir aber die alte Mod installieren, die wir auf Ragnarok, auf Extinction und bei Aberration hatten wir sie, glaube ich, noch nicht. Ragnarok, diese Awesome Teleporter-Mod, die werde ich mir nochmal installieren. Und dann Der bauen wir uns eine Teleport kleine Stelle beginnt auf. jetzt! Gerade so zum Heimkommen finde ich das ganz praktisch. Da So. sind wir. Genau Tier richtig. ist da. Jetzt muss ich mal gucken, ob das hier überhaupt der Spot war. Hier hat es übrigens aber auch nochmal jede Menge Stein. Wo war denn das? Nee, das ist zu hoch. Doch, das war hier.
Das war, glaube ich, hier. Da ist nämlich diese eine Riesenschildkröte und da hinten im Wasser drin hat es geleuchtet. Lasst uns da mal ganz kurz mit dem Tier rein. Lasst uns da mal kurz mit dem Tier rein. Das wird ja hoffentlich jetzt das schon packen, oder? Ich traue ja den Haifischen hier nicht, den Zitteraalen, was weiß ich nicht. Und wenn ich jetzt hier runterspringe, warte mal, ich muss erst kurz gucken. Wenn ich jetzt hier runterspringe, können wir mit dem Tier irgendwo hin? Komm, wir gehen einfach. Das wird schon hinhauen. Kurzer Moment, es frisst gerade. So, mein Stückle. Da will ich ins Wasser mit dir. Dann hau den Baum weg, du bist doch stark. Langsam. Kurz abmounten, wieder aufmounten und dann passt's, ne? So. Da hinten sind solche Leuchtkorallen gewesen oder irgendwas. Das Problem ist, dass da noch andere. Ja, der kämpft schon wieder. Hier ist immer irgendwas los. Wenn ich da hinten jetzt aber rumgucke, komme ich wahrscheinlich mit meinem Tier nicht mehr so hin, wie ich es will. Die Schildkröte, die freue ich mich. Komm, wir probieren unser Glück. Wir probieren unser Glück. Wir hopfen jetzt hier ins Wasser und dann tauchen wir mal darüber mit dem Tier. So. Alter, hier ist, glaube ich, auch ein Höhleneingang oder sowas. Guck mal. Die habe ich gesehen hier, als ich da rumgeportet bin in der Nacht. Diese Leuchtteile hier. Ah, das Problem. Boah, Alter, geht's da tief runter. Da müssten wir aber dann schon mit einer Ausrüstung mal rein. Sehr interessant. Merke ich mir, südlicher Portpunkt, ne? So, und ich meine, ganz hinten am Rande waren auch so Leuchteteile. So, erstmal wieder hoch, dass wir Luft kriegen. Dann nochmal nach hinten geguckt, ob uns ein Haifisch folgt. Ich sehe keinen. Ich könnte ja dann auch theoretisch kurz mal einfach manuell rein. Da sind sie auch links hinten, da muss ich gar nicht so tief. Da bei der zweiten Kröte. Guck mal, wie sie sich aufs Wasser aufsetzen hier. Hammergeschichtle. Gefällt's dir in dem Biomstück? Warte mal, die lasse ich mal kurz durch. Ich hätte aber interessanterweise, würde mich mal interessieren, wie viel Leben so ein Ding hat. 4000, weil die müssen wir nämlich irgendwann für Materialien auffarmen, ne? So, wenn ich dich jetzt hier an den Rand stelle. Erstmal. Stopp. Und ich hopfe jetzt hier manuell rein. Manuell-mäßig. Und ich schnapp mir hier das Teil und gehe mal an diese Leuchtpflanze ran und probiere mal mein Glück. Was kann die wohl? Nix. Die leuchtet nur. Kann ich die vielleicht so farmen? Nö. Scheinbar leuchtet die nur. Bin mir nicht 100% sicher. Nee, sie sieht aber ziemlich cool aus. Da sind die Zitterale, das ist das Problem. So, ich hau ab. Da ist wieder dieser Strudel, diese Naturgewalt. So. Jetzt kommt es darauf an, ob die Drohne, wenn ich hier im Wasser drin glitsch, mit mir den Teleporter unter. Okay, das scheint zu funktionieren. Teleportation, Ozean, Osten. Das wird unser zukünftiger Portpunkt. Ich steige jetzt mal nicht aufs Tier. Ich habe das Gefühl, wenn man auf dem Tier sitzt und sich portet, bleibt das Tier zurück. Gucken wir mal, ob es funktioniert. Dann sind wir auf jeden Fall östlich. Dann schwimmen wir kurz zwischen die kleine Insel und unserem Zuhause. Da werde ich kurz eine kleine Tauchrunde machen, weil ich gucken will, ob wir da irgendwo das Teil aufbauen können, was ich haben möchte. Und dann wird es weitergehen, ne? Ich denke mal, jetzt sind wir so 3, 4 Folgen auf jeden Fall jetzt hier schwer am Schaffen. Ich brauche einen Megalodon unbedingt. So, ich lasse mal los. Hat geklappt. Koordinaten bestätigt. Hat geklappt. Bin Teleport stolz. vollständig. Sehr gut. So, jetzt bin ich auf der kleinen Insel, ne? Also da werden wir zukünftig jetzt immer landen. Hier drüben, geradeaus vor uns, das war die alte Insel, bis der Hinweis von euch kam. Mach doch vom Osten, da kommst du gut aufs Floß drauf und das stimmt, guck mal. Brauch hier bloß rumlaufen, ne? Brauch hier bloß runterlaufen, mein Tierle absetzen. Komm, Alter, lass uns jetzt nicht hier im Stich. Danke. So, und da müssen wir eigentlich nur darüber paddeln. Wenn ich es nochmal richtig weiß, ist das da unser Zuhause da hinten. Lass mich mal kurz hier ins Wasser gucken. Lass mich mal kurz hier ins Wasser gucken. Erstens mal gibt es ja hier den Dinger. Mach mal die Waffe weg, falls jetzt irgendwie hier Viech kommt. Hier könnte ich mal vorstellen, dass wir das hinbauen, das Teil. Da ist auch ziemlich tief. Wir brauchen das tiefe Meer später auf jeden Fall.
Da werde ich dann rumtauchen müssen. Dann werden wir das entweder hier hin machen. Diese Box, die ich da bauen will. Oder noch weiter an unserem Zuhause. Und das finden wir jetzt heute noch raus, bevor wir dann schön die Gärten fertig machen. Ne? So, meine Lieben. Dann geht's jetzt weiter. Dann geht's jetzt weiter. Ich hätte es halt lieber gerne so ein Stückchen näher an unserem Zuhause. Die Frage ist jetzt natürlich, da waren die Tage auch die großen Schildkröten. Und die sind jetzt irgendwie vom Gefühl her abgewandert, ne? Na, dann muss ich sie halt pullen, wenn ich sie dann holen will. So. Ich bräuchte es etwas flacher. Welche Spots haben wir gerade abgereist? Lass mich noch ein bisschen die Map gucken. Den nördlichen. Also eigentlich waren wir in der Richtung da hinten. Dann lass mich mal gucken, ob wir es da hinten aufbauen vielleicht. Es darf halt jetzt nicht so tief liegen. Ey, diese Zitterale, die geben aber auch alles, oder? Ständig ist irgendwo eins. So, ich gucke nochmal ganz kurz rein, ob ich richtig bin. Da ist mein Zuhause, der rechte. Zwischen hier und hier. Ich muss das hier gucken. Ich muss ja rausfinden, wie tief hier die Umgebung ist und alles. Also hier ist super tief, ne? Hier ist super tief. Da müssen wir auch wahrscheinlich dann runter. Aber ist gut zu wissen. Dann haben wir hier eine tiefe Stelle, eine gute. Das ist schon mal nicht schlecht. Und dann bauen wir uns vorne auf bei uns zu Hause, oder? So, ganz kurz die Orientierung verloren. Das ist die kleine Insel. Das ist nicht mein Zuhause, aber das hier. Ja, dann bauen wir es da irgendwo auf. Hier zwischen unserem Zuhause und rechts im Durchgang, da ist ziemlich flach. Da kriege ich es irgendwo hingebastelt, dann machen wir die Gegend schön frei, feindfrei. Die Megalodons zählen bei uns hier in dem Gebiet. Die Zitterale müssen wir irgendwie wegmachen, ne? Ich bin auf den Belzebufo gespannt. Da werden wir uns heute den Sattel bauen, wenn alles klappt. Lum, lilum, la, 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 lum. Ja, ich schwimme noch ganz kurz darüber. Ich will noch mal ganz eben einen Sprung hier reinwagen. Ja, das wird schon. Das wird schon. Da haben wir, guck mal, da ist jetzt auch so ein Roche. Den habe ich jetzt das erste Mal gesehen, Rochen. Schön. Hier, stopp. Hier sehe ich tatsächlich schon sowas ähnliches wie... Hoppla. Egalle, beim Kacken darf ich nicht absteigen, oder wie? Hier ist eine wunderschöne flache Stelle überall, ne? Ja, hier wird es passieren. Hier werde ich es aufbauen. Alles klar, dann sind wir auch nicht weit weg von zu Hause. So, stopp. Falsches Tier, du musst aufs Floß. Kackerle einsammeln. Ein Dünger habe ich schon durchlaufen lassen. Ich habe den Code eingesammelt die ganze Zeit jetzt. Auch vielleicht kriegen wir das heute schon aufgestellt. Das wäre natürlich cool. Dann hätten wir morgen schon Megalodon. Ne, Megalodon können wir im Freien zähmen. Ne? Da brauchen wir nichts dafür. Hier, die Rochen sind so Problemchen. Ich kann sie mir auch direkt vors Haus eigentlich stellen, wenn ich es ganz genau nehme. So, jetzt musst du hier richtig fett rum. Ein bisschen Speed raus. Stopp. Ja, mal wieder nicht richtig abgetimt hier. So. Das reicht. Das reicht. So komme ich hoch. So, meine Lieben, bringen wir unseren Stein nach Hause. Schöne Runde. Ich liebe das hier rum zu porten und zu gucken und so. Also muss sagen, mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Ich finde es nur schade, dass der Port so ewig lang dauert, ne? Gefühlt. Jo, du freust dich auch nach Hause zu kommen. Das kann ich nachvollziehen. Auf die Gärten. Jetzt machen wir die Gärten fertig. Das wird spaßig. So, hier musst du ein bisschen knabbern, ne? Das habe ich nicht wirklich für euch gebaut, sondern eher für Menschen. So, und einmal hier rumgeschossen. Schönen engen Wendekreis haben die für ihre Größe, finde ich. So, dann machen wir hier den Rückwärtsgang. Dum, 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 dum. So, mein Stückle, jetzt lass mal gucken, kann ich das auch tragen, was du da jetzt drin hast? Wichtig wäre mal der Brocken und der Brocken. Den Rest hole ich dir nachher. Bärchen hast du noch? Er kann noch springen, das ist wichtig. So, Pupsi, mein Freund. Streicheln, streicheln. Und natürlich immer gleich nachskillen. Hier haben wir jetzt mittlerweile fast 10 Kilo. Das ist sehr gut. Dem brauche ich allerdings ein kleines Gehege heute. Das müssen wir zusammen angehen. Jetzt pass auf. Wie geht's weiter? Ihr seht jetzt gleich, dass ich unheimlich viel Material besorgt habe. Das erklärt auch den Levelanstieg. Da habe ich sogar ein bisschen eingelagert gehabt. 63 Metall, naja, könnte auch mehr sein. MRAM, da habe ich auch ein bisschen was vorbereitet. Und zwar, pass auf, wir nehmen jetzt die mit runter. Wir nehmen uns die Railings mit.
Eigentlich muss ich das alles mitnehmen und hoffen, dass ich noch laufen kann. Die brauche ich auch. Jo, kann ich. Dann gehen wir erstmal kurz runter, so wie wir sind. Servus. Schön. Ja, das wird schon. Ein bisschen was muss ich mir aufbauen einfach. Ich will auf jeden Fall, weil ich müsste ja auch das Gefühl haben, dass ich daheim bin. Wobei ich am liebsten so eine Schildkröte als Base hätte, die dann hier vor unserer Insel lauert, hätte ich fast gesagt. Wartet, ne? Jetzt pass auf, wir machen das hier in einem im folgenden Maß. Ich nehme die Fackel hier rum, hau uns die zwei Steine. Ich habe es jetzt immer so vorbereitet, dass wir Karotten, Kartoffeln und Zitronen. Das pflanze ich an. Das ist mal das Nächste, was wir jetzt machen. Und das sollte natürlich dann nach Möglichkeit schön sein. So, der kommt hier, der da und dann haben wir nochmal einen Stein hier. Nein! Ah, Gott sei Dank, S+. Ich kann es wieder abbauen. Wobei ich auch die Chance gehabt hätte, jetzt aufgrund der Sekunden, ne? Hat er sich mal schön versetzt hier? Einfach hier ran snap. Hallo? Ja, genau hier. Hast du gut gemacht. Dann machen wir das hier, dann wird es auch schön, weißt du? So ein paar Strukturen bringen gleich so das Gefühl von Heimat auf. Yes, so habe ich es mal vorgestellt. Dann geht es weiter. Wir brauchen die Zaunelemente. Oh, ich überlege gerade, ob ich den Dungbeetle hier noch irgendwie integriere und mir noch einen zweiten und einen dritten hole. Wäre mal lieber als die ganze Zeit so Fiomia Force Feeding. Ja, das passt. Ich mache das jetzt einfach mal hier als Verlängerung von allem. Sehr gut. Die können wir wegmachen hier, die Pflanze. Die spawnt dann auch nicht mehr nach. Na? Hallo? Nein, nicht ins Wasser! Einfach jetzt noch nicht ins Wasser, bitte. Jetzt muss ich wieder außen rum. Danke. So, meine Lieben. Oh, die Zeit flitzt halt, wenn man ein bisschen unterwegs ist hier. Dann machen wir halt jetzt in Zukunft immer ein paar Minuten länger. So, habe ich mir das vorgestellt. Das mache ich jetzt auch noch kurz weg hier. Könnte ich eigentlich mit dem Tier auch mal durchrattern, aber da muss ich gucken. Ich habe das Gefühl, beim Tier habe ich eine falsche Einstellung drin. Wenn ich mit dem Tier zwei, dreimal auf den Boden haue, ist es voll. Das kann ja nicht der Sinn des Erfinders sein. Da muss ich nochmal nachprüfen. So, das reicht jetzt, komm. Hier hoffe ich natürlich, dass das dann irgendwann wegspawnt. Ansonsten gefällt es mir ganz gut. Die Beete muss ich noch bauen. Da gehen wir nochmal hoch. Lum, lilum, lalalalum. Das Leben ist schön hier auf dieser Insel. Wir brauchen wahrscheinlich hier gleich Material. Zwei Stück bauen wir uns noch. Large. Mr. und Mrs. Large. Stein. Stroh und Holz. Stroh, Holz. Eins, zwei. Hat er den genommen? Nee, Fasern fehlen ihm. Bam. Zack. Die hier müssen wir uns bauen, ganz viele. Und die sind sauteuer leider. Kostet 1.800. Oder waren es die? Nee, ich mache das schon mit Stein. So, Dille, jetzt hauen wir das wieder rüber, dass wir nicht überladen sind. Schwubbel. Und weiter geht's. Ich könnte natürlich auch mit dem Freundle hier mal unterwegs sein. Ne? Weil er ist ja ein guter. Das mit Speedskillen bringt bei dem nicht wirklich viel. Ich glaube, da sollten wir uns auf den Frosch fokussieren. Er freut sich aber, wie wenn er auf Speed werde. So. Auf geht's, Digga. Bist gerade ein bisschen überladen, gell? So. Stopp. Thank you. Die Geräusche von dem sind aber der Knaller. Einmal und zweimal. Und dann könnten wir jetzt hier einfach mit den geraden Rohren, die habe ich hier, die lege ich mir mal ganz kurz auf die 5. Dann können wir mit den geraden Rohren erstmal hier so durchfahren. Ich weiß auch nicht genau, wie ich das kenntlich machen will, dass man das Gefühl hat, das sitzt alles richtig. Hier mache ich mir nochmal so Kreuzle hin, würde ich sagen, wenn ich noch eins habe. Ich guck mal. Nee, doch, da ist noch eins. Falls wir in die Richtung weiterfahren irgendwann, weißt du? So, Wasserhähnen müsste ich auch zwei haben. Perfekt. Wir brauchen hier einen. Müsste eigentlich das Beet hier bewässern. Und dann haben wir noch einen zweiten gebastelt. Den mache ich dann hier hin. Und jetzt müsste normalerweise jedes Beet Wasser haben. 600 Wasser. 600 Wasser und 600 Wasser. So, mein Freund, lass mich mal ganz kurz in dich reingucken. Du hast doch bestimmt Samen, oder? Ja, aber nicht die, die ich brauche. Was sind das hier für welche? Das sind Beerensamen, die will ich nicht. Guck mal, das ist das Problem. Wenn ich mit dem hier hergehe und einmal hier so drauf patz, das ist von der Einstellung viel zu hoch, oder? Das ist ein Unding. So viel brauche ich nicht.
Zitronensamen will ich auf jeden Fall. Ja, muss ich nochmal nachgucken, was ich da gemacht habe. Zitronen haben wir. Karotte ist vorne schon einmal drin. Wir bräuchten Kartoffeln. Wir bräuchten Kartoffeln. Guck mal, jetzt ist er nämlich so überladen, dass ich mit dem nichts mehr anfangen kann. Ne? Dann hauen wir hier schon mal die Zitronen rein. Das ist soweit gut. Bewässert ist es. Der Dünger, da müssen wir natürlich jetzt gleich das Phiomia auspacken. Ne? Ein Dünger ist fertig geworden. Aber den können wir ja schon mal verwerten. Und ich hole unser Phiomia aus dem Kasten. So, pass auf. Hier gehen wir erstmal reingucken. Da haue ich den Dünger rein. Schwupp. Gedüngt ist es jetzt mit 54.000. Unser erstes Tier für die Gartengeschichte ist das Stückle. Und gleich hat es einen Kacker gemacht. Ich bin stolz auf dich. Sehr geil. Da muss ich jetzt erstmal nachlesen, was kill ich das Phiomia, dass es hier mehr Effekt hat für uns. Ansonsten sitzt es eigentlich ganz gut dran, ne, gerade. Aber jetzt probieren wir das gleich mal hier mit dem Stückle. Es will mit Sicherheit auf jeden Fall Beeren. Also kriegt es normale Beeren zum Futtern. Ich muss auch den Futterdruck noch aufsetzen. Das machen wir heute auch. Und die weißen Wahnsinn. Die Steambären hier. Die müssten es gewesen sein. So, mein süßes, hübsches, blaufleckiges. Zack, zack, rüber. Und so, ich meine, das müsste gewesen sein, dass es jetzt hier. Ja, passt. Es nimmt Anlauf und macht AA. Wie nur zwei. Was ist los? Jetzt fliegen die Brocken. Oh. Fatal Error. Ich muss noch mal kurz einloggen. Kurzer Moment. Das war wohl der Ark-Naturschutzblocker, dass die Tiere kein Burnout kriegen oder zumindest kein Wolf am Bobbes. Ich musste nochmal frisch aufbauen. Es hat tatsächlich gespeichert beim Ankommen hier. Ne? Ich habe es nochmal kurz hingestellt, so wie wir es gehabt haben. Wir holen das Phiomia nochmal neu raus und hoffen, dass es jetzt etwas mehr Performance zeigt, das gute Stück. Vielleicht übertreibe ich es nicht so. Hat's kurz das Spiel rausgekommen. Was hast du jetzt gemacht? Warte mal. Ja, danke. Den hast du gerade eben auch losgelassen. Ich mache jetzt ein bisschen sorgsamer mit ihm. Ne? So, Stück. Soll ich, komm, weißt du was? Wir machen einen Deal. Ich hole dir einen Sattel und dafür machst du mir ein bisschen mehr. Ich brauche ja den für den Dünger. Und dann strenge ich natürlich auch den Dungbeetle noch an. Das will ich auf jeden Fall machen. Das sind so die Kleinigkeiten, die liebe ich an dem Spiel, sich hier so ein bisschen was aufzubauen, weißt du? So, gucken wir mal kurz, ob wir den Fiomia-Sattel freigeschalten haben. Fio? Nee, jetzt habe ich ihn freigeschaltet und den konnte ich mit Sicherheit hier bauen. Fio. Wir brauchen Fasern, Holz und Tierhaut. Alles klar. Das sollten wir alles haben. Fasern, Holz und Tierhaut. Und dann haben wir die Möglichkeit, hier nochmal eine P einzugeben. Und aha. Fiomia-Sattel wird gebaut. Okay. Ich muss auch noch lachen, weil ich fliege aus dem Spiel raus. Normal rege ich mich da ja auch immer ein bisschen auf. Aber gerade eben war es halt der Moment. Wir hauen den Tieren hinten die Bollen raus. Und das Spiel sagt, nee, nee, Schutz für die Tiere. So, pass auf. Das weg. Das weg. Hä? Ach so, ja. Entschuldigung. Spiel. Habe ich nicht. Ey, sag mal. Kurzer Moment. Hier, das da will ich rüber haben. Dankeschön. Die zwei Samen habe ich schon mal vorbereitet. Die nehmen wir mit. Das Zeug lassen wir jetzt hier. Lum, lum, lum. Bärchen. Bärchen, Bärchen, Bärchen. Diesmal nehme ich sie hier raus. Du hast doch bestimmt für mich Bärchen, oder? Also, Force Feeden tun wir die 90. Dann holen wir ein bisschen A raus für den Dünger. Und wir schnappen uns die Hälfte hiervon. Für unser Phiomia. Mensch, wo machen wir mal den Dungbeetle hin? Hinten dran am besten so mit dem Zaun eine gerade Stelle irgendwo, oder? Der braucht ja nicht viel Platz. Er muss halt auf Wandern gestellt sein, ne? Guck mal, ich habe dir einen Sattel gebaut. Nur vor dich. So, mein Stückle. Jetzt haben wir schon mal einen Deal. Das heißt, geht es dir schon mal besser, als es mir ging. Ich liebe die Phiomias. Die sind immer das so coole Viecherlein, oder? Absolut göttlich. So, pack mal das weg. Wir gehen wieder rein. Du kriegst auf jeden Fall dein Essen. Und das da. Und jetzt pass auf. Zehn. Ich habe jetzt mal 10 Stück reingemacht. Und kann mir hier, wenn ich wegreite, 2 Bollen schnappen. Einen hast du aber so gemacht, ne? Ohne meine Zutun. So, ich probiere es weiter. Ja, ich glaube, alle 5 macht es ein Ding. Komm, wir probieren es nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nö. 6.
Ich muss aufhören, du kriegst ja auch so einen gewissen Drive, wenn du hier mal angefangen hast. So, meine Lieben, dann hauen wir das mal rüber. Lum, 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 lum. Okay, die Düngerproduktion geht weiter. Das müssen wir jetzt natürlich nochmal neu einkippen hier, weil es ja gerade abgestürzt ist. Und zwar, Karotten sind im Düngmoment. Dann möchte ich hier vielleicht in der Mitte das Zitronenbäumchen hinmachen und hier außen die Kartoffeln. Und dann bin ich doch schon zufrieden, was den Garten angeht. Wir gönnen uns vielleicht noch das kleine Zaungeschichtle. Das hat man nämlich gerade eben auch schon aufgebaut. Dann bin ich zufrieden. Dann können wir uns den Belzebufo mal rausholen und angucken, ob ich den Sattel hinkriege. Und ich will aber für den Dungbeetle schon eine Kleinigkeit. Was wäre denn? Aber hier ist es so steil schon wieder, ne? Es sei denn, wir lassen den Dungbeetle hier live in den Beeten rumlaufen. Das wäre doch eine Geschichte. Das wäre doch eine Geschichte. Dann kommst du hier so ein bisschen erhöht hin. Ich mache dann hier die Foundations 1 weiter. Dann hat er nämlich auch beides. Auslauffläche und Ding. Wie viel habe ich denn noch? Eine. Komm her, das machen wir so. Ich habe mir das gerade überlegt, wie wir es machen. Wir müssen nur die Foundations höher machen. Die Zaunelemente. Wir brauchen auf jeden Fall, pass auf, im Bereich Holz. Ja, jetzt weiß ich, wie wir es machen, dann sieht es auch gut aus. Im Bereich Holz, wir brauchen 3, 6, 9. Ja. Wir brauchen hiervon 9. Wir brauchen hiervon zusätzliche 9, 18, 27. Lass uns hier mal noch ein paar machen, so 10. Ne, ich brauche sie ja doppelt, sonst gehen die mir nämlich drüber über den Zaun. Also ich hau hier mal so ein bisschen was durch. So, und in der Zeit kümmern wir uns um den Belze. Um der Bufule. Belzebufo-Sattel freigeschalten. Den kann ich offensichtlich auch hier drin machen, das wusste ich gar nicht. Belze, auf den freue ich mich wie Tier, ne? Fasern, Holz, Kleber. Scheibenkleister. Kleber, 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 Kleber. Habe ich keinen, ich will ihn aber auch nicht kaufen. Kleber ist freigeschalten schon. Lass mal gucken, vielleicht haben wir die Mats. Was brauche ich denn dafür? Chitin, glaube ich, gell? Stein. 40 Stein. Und 20 Chitinkerne. Das haben wir. Das haben wir normalerweise. Wo sind sie? Hier. Oh, das sieht so knapp aus. Das wird nichts. Das wird nichts. Nimm den mal mit rüber. Ich weiß nicht, ob der als Ersatzstoff gilt. Und nimm den mal mit rüber. Kannst du nur laufen? Ja, gerade so. Upsi, gib mal alles, dass wir Viecher leveln. Dankeschön. Zwup, 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 zwup. 7 Stück. Mehr brauchen wir ja gerade zum glücklich sein, ne? 5 war's. Belze, mein Freund, wir holen dich heute aus deinem Verlies. 170 Tierhaut. Die habe ich bestimmt nicht mehr, oder? Wir waren da gerade eben noch drin. Doch, ist alles da, meine Lieben. Kurz mal so brennen, runtergeschluckt wieder. Oh, Alter. Die 5 hole ich da. 30 Holz, 95 Fasern. 95 Fasern. 30 Holz. Machen wir das so. Belzebufo, my friend. I cry me wie Zau, dass du gleich bei uns bist. Sind meine 5 Kleber durchgelaufen? Kleber? Wieso haben die das Kleber genannt eigentlich? Hier sind sie, meine Lieben. Das war die Geschichte. Belze. Wird gebaut und wir werden den natürlich jetzt sofort rausholen aus seinem Verschließ hier. 4. Berenga, Berenga, der Belze ist jetzt da. Da ist er, unsere Kröte der Liebe. Gott, wie ein Ochsenmaulfrosch. Absolut göttlich. 200% Bewegungsgeschwindigkeit jetzt schon. Ich werde den aber trotz allem ein bisschen auf Leben auch geben, dass er uns nicht zusammengefressen wird zu schnell. Sagen wir mal 1000 Leben. Ah, der macht nur 0,2 bei Speed. Und ein bisschen Gewicht, weil der soll ja auch Zement farmen. Und wenn ich es richtig weiß, mein Freund, frisst doch du auch Fleisch, oder? Habe ich hier noch welches drin? Ja, aber nur noch gebratenes. Kannst du mir 2, 3 Brocken Fleisch gönnen? Dem habe ich auch das gebratene Fleisch reingemacht. Lego mio. Wie sieht es bei dir aus? Du hast kein Fleisch, ne? Wo ist denn der Dungbeetle? Dem habe ich auch Fleisch reingemacht. Da, die Hälfte Fleisch rüber für unsere Karöte. Schön. Mein erstes Mal, dass ich so einen Frosch habe. Nahrungsmittel. 3870. Ja, passt. Also der frisst es. So, Digga, willst du deinen Sattel? Du willst deinen Sattel, ich spür's. Eigentlich will ich, dass du deinen Sattel willst. So, Leute. Belze hat seinen Sattel. Jetzt holen wir unsere Teile hier noch geschwind raus. Sonst gehe ich da nämlich leer runter.
Den Zaun brauchen wir, die Sachen brauchen wir. Und jetzt hoffe ich, dass ich nicht zu schwer bin. Warte, ich muss erst kurz meine Hände leer machen, damit es schön aussieht. Lass mich mal angucken. Alles klar, ich glaube, ich bin zu schwer, gell? Jo, wir sind zu schwer. Dann gehen wir erst bauen und dann hole ich ihn nochmal separat runter. Hast du gehört? Schöne Geschichte. So, dann werden wir morgen wahrscheinlich on Tour gehen. Ich merke schon wieder, dass ich eigentlich drinbleiben will im Spiel. Pass auf, das mache ich raus. Die machen wir hin. Wenn ich es richtig abgezählt habe, müsste das normalerweise passen, indem ich hier eine Erweiterung baue. Ja. Ja. Und hier, genau. Da haben wir dann eine natürliche Grenze. Und da wird es dann irgendwann auch wahrscheinlich weitergehen. Aber nicht heute. Nee, du musst die 5. So. Wir zählen gleich mal durch. Wir werden nicht alles haben. So. Sag mal, gab es eigentlich auch eine Tür, eine Zauntür? Kann ich da irgendwas machen? Ganz normale Türrahmen. Doppelter Türrahmen aus Holz. Steintürrahmen. Schalt mal den frei. Machen wir mal so eine Doppeltür schon dran. Weiß jetzt gar nicht mehr, aber wir kommen ja eh 2 hoch, also auf eine Foundation-Höhe. Ich nehme an, ich habe die Materialien nicht. Da, da, di, da, 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 da. So, meine Lieben, weiter geht's. Wir brauchen die Tür. Die kann ich aber auch hier herstellen. Holz. Dieser doppelte Türrahmen. Ah, ich habe den mit dem Structure Plus freigeschalten. Ne? Wo war denn das nochmal, welches Ding? Wir haben bei der 18. Bei der 18 dümpelt es grob rum. 17, 18. Das war dann... Sieht's jemand? Nee. Doppelte Türrahmen. Wo sind die dann bitte hier? Door? Double? Da. Das könnten sie sein, ne? Zaunfundamente aus Holz. Ne, das ist was anderes hier. Ich glaube, die da sind's. Die da sind's. Die sind bei der 11 hier schon mit drin, bei der Structure. Komische Geschichte. Egal, wir haben sie jetzt. Das ist wichtig. Holz. Fan Support Structure. Die da ist es. Und die Tür dazu, richtig? Boah, die Zeit. Wo geht die Zeit immer hin? Das ist aber typisch arg, ne? Finde ich. So. Hauen wir nochmal ab. Ich hole dich gleich. Wir werden auf jeden Fall einen Sprung ins Wasser heute machen mit dem Frosch, bevor ich ausmache. So, und das ist das mittlere B. Dann kommt natürlich hier mein Zäunle, meine Doppeltür auch hier ran. Hier einmal die Tür rein. Zweimal. Und dann geht's weiter mit dem Zaun. Ja, Fiomia, du weißt schon, was du machst, ne? So, und das wird ja hier doppelt unterstützt. Da kommen die Käfer auch nicht raus. Und das werde ich irgendwann die Tage, wenn ich ein bisschen Zeit habe, weiter rausbauen noch, sodass die auch Grasfläche nutzen können. Kurz vor ins Wasser geknallt. Jetzt gehen wir mal hier durch die Tür geschwimmen. Weil hier drin ist es ja jetzt gerade. Da dürfte jetzt eigentlich nichts passieren, wenn wir den Dungbeetle hier spazieren lassen. Das Problem ist nur, dass der manchmal, wenn der auf Fundament rumläuft, nicht das macht, was er soll. Ne? Müssen wir jetzt rausfinden. Jedenfalls sollte er nicht abhauen können. Auch hier nicht. Ich weiß auch nicht, ob er auf den Komposter hochklettert. Vielleicht sollte ich da nochmal zur Sicherheit eins mehr machen. So. Meine Lieben, ich glaube, wir können den holen. Kriege ich den? Dankeschön. Komm her. Hol mal den Dungbeetle runter. Wie viel Gewicht habe ich denn gerade aktuell? Ich muss gucken. 330 von 140. Gehen wir nochmal auf Resi. Jetzt kann ich nochmal mit dem Fröschle, ne? Wo ist er? Wo ist mein Kröt? Hier. Scheiße! Wo ist der schnell im Wasser? Yes! Aber du musst aufpassen, wenn du mit dem springst, habe ich gerade. Gott, ist der geht ab wie Sahne. Da werde ich mich jetzt aber freuen, wenn wir im Sumpf unterwegs sind. Guck mal, ist der gut! Juhu! Boah, ist das ein gutes Viech! Ja, wie geil! Das finde ich das gut, hätte ich den früher schon gehabt. So, mein Freund. Und wenn ich das noch richtig weiß mit der Funktion von dir, brauchst du nur ganz viel AA. Deswegen habe ich dir auch das hier gemacht, ne?
Ich mach dir die zwei schon mal rüber. Aber du brauchst mehr, gell? Du brauchst mehr. Ich besorg dir mehr. Ja. Wenn immer einer parat liegt, dann kommen wir uns auf jeden Fall näher, du nicht. Und ganz ehrlich, ich liebe das Geräusch schon. Ich liebe das Geräusch vom Frosch. Ich mag das. Schöne Geschichte. Will ich noch einen dritten? Ich will jetzt nicht so schnell E drücken, dass wir wieder aus dem Spiel rausknallen. So, mein Freund, ich danke dir. Drei Haufen hast gemacht. Die kriegt natürlich unser Dangi. Mr. Dangi, Dangi, hier hast du deinen Code. Ist er jetzt schon überladen? Die Bären brauchst ja du nicht, oder? Wie sieht's denn aus mit Nahrungsmittel, wenn ich jetzt hier mal drauf drücke? Passt, ne? Das ist dein Futter. Gewicht ist noch gut, also da kriegen wir normalerweise mehr rüber. Hallo? Machen wir mal die her. Liegt es am Platz? Hat er nicht mehr Platz? Ne, jetzt ist er überladen. Gib mir mal noch die Hälfte hier rüber. Ich will einfach nur gucken, ob es funzt, ne? Gib mir mal das Fleisch komplett raus. Was ja, ich will es nur mal testen jetzt. 9,3. Also, wir stellen dich auf Wandern. Beweg dich, mein Freund. Ja, er läuft los, ne? Das ist halt der Punkt hier. Er klitscht hier ziemlich rum. Gut, jetzt im Moment ist er sehr langsam, weil er ja wahrscheinlich das Problem hat. Was ist denn, wenn ich die wegmache hier? Scheiße. Das ist doch scheiße jetzt. Das ist doch scheiße jetzt. Ich wollte sie nur wegmachen. Ich bin das nicht mehr gewöhnt, ne? Das ist das Problem. So. Also er macht, was er soll. Ich will das hier eigentlich nur aufheben. Dass er ein bisschen Grasfläche hier hat, ne? Aufheben. Aufheben und aufheben. Einfach, dass er nicht so stur. Das könnte man eigentlich auch noch aufheben. Oh je, ich vergesse immer die Zeit, aber es ist halt so. So, meine Lieben, jetzt hat er hier auf jeden Fall die Möglichkeit rumzukrapseln, rumzuhaxeln. Das sollte dann jetzt auch sein Dünger produzieren, wenn er noch funktioniert. Schauen wir uns einfach an morgen. Also, die Gärten stehen soweit. Sobald der Dünger soweit durch ist, guck mal, hier wächst auch schon das erste. Sobald der Dünger durchgelaufen ist, zweimal machen wir hier noch klar. Da überlege ich, ob ich das so lasse oder ob ich es nochmal frisch reinmache. Gucken wir uns an und dann gehen wir morgen mit dem Frosch mal ein bisschen unter Wasser. Vielleicht kurz im Sumpfgebiet vorbei. Gucken, dass wir Zement farmen. Schauen uns hier mal die Stellen an, wo ich diese Box aufbauen will. Das werden wir auf jeden Fall machen. Das machen wir morgen. Schöne gemischte Runde, ein bisschen Adventure und ein bisschen Baumaßnahmen. So 15 Minuten dauert es normal, bis der einmal Dünger hergestellt hat. Das werden wir morgen sehen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. War wieder eine gemütliche Runde. Bisschen sind wir weitergekommen. Jetzt geht es natürlich dann wieder auf Ausflug. Dann werden wir da vorne die Box bauen und so weiter und so fort. Und auch die Resistenzpunkte gehen langsam hoch. Machen wir uns demnächst diese Ghillie-Rüstung, die Pelzrüstung. Und dann besuchen wir die Biome, die ich noch nicht gesehen habe. Ne? Hier mache ich allerdings wieder zu, merke ich gerade. So, bis morgen.